Fußballwelt. In Bielefeld ist wieder auf den Kopf gestellt. Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das Punktekonto wächst. Arminia, du spielst so schön. Drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Trainer Tippenhauer spricht, die zweite Liga reicht uns nicht. Und draußen ist Frühling, ja, ja, ja. In der Tat, es ist erreicht, die Leistung war bestimmt nicht leicht. Und wir singen zugleich, Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das bunte Konto wächst. Arminia, ihr spielt so schön. Drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Sehen wir uns nicht auf dieser Welt, dann sehen wir uns in auf dem Fußballplatz, ja, ja, ja. Arminia schießt Tor um Tor und rückt in der Liga vor. Darum singen wir im Chor. Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das bunte Konto wächst. Arminia, du spielst so schön, drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Arminia ist wieder da. In Bielefeld singt man tralala. Die ganze Stadt ist wie verhext. Und schaut mal, wie das so schön, drum lass uns auf die Alm jetzt gehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Arminia ist wieder da. Die zweite Division in Holland, die habe ich nun wirklich viel, viel stärker eingeschätzt. Die ist ja irgendwie mit der zweiten Bundesliga bei uns zu vergleichen. Also da hat sich Arminia wirklich wacker geschlagen. Das kann man wirklich nur so bestätigen. Ja, also ich muss schon sagen, unser Trainer, der hat bis jetzt sehr gute Arbeit geleistet. Das sechste Spiel in der Vorbereitung, das sollte nun das stärkste werden. Ist es ja auch wahrscheinlich, denn die anderen Spiele, die kann man gar nicht bewerten. Das war eigentlich Blödsinn. Sogar das Spiel gegen die St. Paulianer, da haben sich unsere Jungs noch nicht so richtig gekannt. Also da, das wollen wir mal so hingestellt sein lassen. Aber die ganzen Vorbereitungsspiele, die sind ja nun wirklich wichtig zur Findung der ganzen Truppe. Aber weiter auch nichts. Und wie gesagt, dies war das stärkste Spiel, das hat mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und das haben sie ja bravourös gelöst mit ihrem 3-1. Also jetzt wollen wir mal warten, bis am Samstag diese andere Truppe da aus Dingensteinbach oder wo die herkommen, da ist auch ein Regionalligist. Naja, und dann wirklich mal das erste Mal vor Publikum. Das ist ja das Schöne an der Sache. Denn da haben sie sich ja wirklich wieder nichts Vernünftiges einfallen lassen. Die ganzen anderen Spiele ohne, also mal abgesehen davon, dass das in Holland stattfand, die ganzen anderen Spiele ohne Beteiligung der Zuschauer absolvieren. Also das fand ich schon heftig. Naja, dann wollen sie es am Samstag ja wieder gut machen. Wir werden
werden sehen, was da passiert.